5:1. Wir haben 6 Minuten gespielt in diesem Satz, in diesem 5. Die Satzlänge hat sich etwa so um die 23 Minuten heute eingepegelt. Volkover. Noch einmal. Ja, dort ist Stüdemann wohl weggerutscht. Sofort das Kosmetikkommando der Lokhalle von Pilsen. Schibukina. Bagger. Pass und Netzberührung von Agienko. Vorteil, Ballbesitz. Dort ist Stüdemann beim Aufschlag. 5:1, 5. Satz. Volkova. Na, da hätte sie wahrhaft Flügel haben müssen. Krivocegova. Angriff für wen? Für Monika Boy. Hat sich im 5. Satz bisher im Angriffsspiel etwas zurückgehalten, hat aber große Verdienste in den ersten Sätzen gehabt. Holte Punkt um Punkt mit Angriffsaktionen wie dieser hier, die wir gerade sahen. Oh, ein WM-Spiel voller Dramatik. Die sichere Agienka verzieht. Da ist sie im Bild. Und hier Grit Jensen. Ah, außerhalb. Ah ja, war wohl klar. Achtung, Volkova, wieder angeschnittene Aufschläge. Immer gefährlich anzunehmen. Nein, der ist nicht mehr zu kriegen. Schade. Aber 6:2 Führung für die Mannschaft der DDR, den Außenseiter. Und Punkt. Auch ein Ballmitschnitt von Schibukina nicht zu kontrollieren. Sicher Block. Achtung, Riesen. Aber berührt. Wladimir Patkin immer wieder im Bild. Und Agienka, Valentina Agienka aus Sverdlov. Gute Oldenburg, Block ins Aus. Oh nein, also das musste doch wohl andersrum sein. Na, da werden sich die beiden Herren wohl noch konsultieren müssen und auch der Linienrichter wird zu Rate gezogen. Von Oldenburg geschlagen, dann an den Block und vom Block ins Aus. So war es eigentlich von allen hier deutlich zu erkennen. Und so wird es bestätigt. Nach diesem Stehkonvent der Unparteiischen. Monika Boy schlägt auf 7:2 im 5. Satz. War noch einmal eine kleine Nerveneinlage. Ui, ja. Am Kopf von Grit Jensen vorbei. Also dagegen war kein Kraut gewachsen. Irina Riesen kam hier voll zum Zug. Kapitän Safronova.
Ute Oldenburg. Wieder Riesen. Und Ball im Aus. Jetzt Ariane Radwan und das Spiel wuchs etwa 4 Minuten hin und her ohne Punktgewinn. Jetzt von unserem Block ins Aus. Und Riesen am Ball. Hat die Dörfer Stüdemann das clever gemacht. Also großes Kompliment. Nun das richtige Maß. Volkova. Im Aus und nicht berührt. 8:2 und großer Wechsel. Letzter Wechsel in diesem Spiel. Sie merken es am Beifall. Wie dieses Spiel gefällt und ich glaube, Ihnen daheim sicherlich auch. Zu 2 im 5. im entscheidenden Satz dieser Begegnung. Die Formationen werden noch einmal vom 2. Schiedsrichter kontrolliert. Die Aufstellung stimmt. Der Ball wird freigegeben und Ute Oldenburg wird ihn ins Spiel bringen. Wird es ein Erfolgssatz für uns? Ja, ganz kurz nachgefasst, kurz und trocken, wie man so sagt. Und Balekem. Jelena Schubukina. Volkova. Ja, Grit Jensen. Ja, kurz gestellt auf Agenka. Kaum zu holen. Diese Kombination ist punktsicher, kann man sagen. Gut, Mike Galt. Achtung, Volker war wieder. Und man kommt der Sache wieder näher. Der Favorit hat sich gefangen, hat das Spiel noch nicht aufgegeben. Wie ist unsere Antwort? Erst einmal sehenswert. Prima Dorte Stüdemann, stand Gold richtig. Radwan, Stüdemann und Monika Boy, da ist sie wieder aus dem Hintergrund. Volkova. Berührt, gut für uns, 9:4. Wieder ein ganz kleiner Schritt auf dem Weg, vielleicht zu diesem beachtenswerten Vorrundenerfolg. Vielleicht. Durchkreuzt die Aktion. Noch einmal von dieser Seite und gut gemacht. Haha. Das hat unser Sechser ganz abgeklärt durchschaut. Meisterhaft. Und verdientermaßen 10:4. Hier sehen wir es noch einmal. Hier die erste Angriffsaktion. Dort ist Stüdemann hervorragend pariert. Jetzt hinterläuft Agenka. Sie sehen es.
Und dann kommt der Abwehrblock. Ich glaube, das war Maike Aas, die da stand. Und dann über den Kopf ins Feld. 10-4. Und gleich, ja! Ja, da war gut. Eine erstaunliche Vorrundendramatik, geprägt vom Spiel einer DDR-Mannschaft, der man das vor Wochen noch nicht zugetraut hatte. Aber die Mädchen müssen hellwach sein. Denn Patzkin hat Auswechselspielerinnen, die denen, die er im Augenblick auf dem Parkett hat, kaum nachstehen. Und es ist ja nicht einmal der erste Sechser. Da hat es ja schon einige Nervosität gegeben. Wieder Monika Boy mit der Nummer 3 vom Sportclub Dynamo. Die 23-jährige Spielerin heute im 165. Länderspiel. Und eigentlich braucht Siegfried Köhler doch gar nicht so ernst reinzuschauen. 10-5, Grit Jensen. Baggerpass und... Ah! Wechsel. Volker war wieder angeschnitten. Ariane Radwan. Ja, sie haben allen Grund zur Freude nach solchen Aktionen. Elf zu fünf. Ah, gut pariert. Aufmerksam am Netz. Blockabwehr ist wichtig heute. Ute jetzt. Ja! Sie lesen es, was da steht. Die 1,90-Dame kommt mit dem unglaublichen Schlag im linken Arm. Saljevic, Julia Saljevic von ZSKA Moskau, die 19-Jährige. Ich glaube, sie soll nun noch einmal alles versuchen. 2 Punkte fehlen. Köpfchen, die Ute. Den 12. mit Kraft und diesen Wechsel mit Köpfchen. Alles mit K, wie klasse. Monika Boy.
Da geht weit, wird noch geholt. Ach! Aber nach dem, was diese DDR-Mannschaft heute hier schon geleistet hat, da könnte man ja eigentlich jeden Fehler verzeihen. Ganz gleich, wie dieses Spiel endet. Aber wenn man so dicht dran ist, dann möchte man doch natürlich auch. Da hat die Ute den Block angeschlagen. Und wieder den Ball erkämpft und Ariane Radwan macht sie vielleicht jetzt den 14. Punkt. Ja, Cebukina war klug eingelaufen. Ständiges Wechsel soll uns sicherlich auch erst einmal etwas durcheinander bringen, aber vor allen Dingen die Angriffsformation der sowjetischen Mannschaft vorne stärken. Jetzt ist Volkova wieder vorn gewechselt worden. Ja, als Einzige macht sie Angaben dieser Art. Agenka holt ihn, ist sicher am Ball. Jensen jetzt! Knapp im Aus! Knapp im Aus! Schade drum. Schöne Aktion. Sarujevic. Wieder hopp. Da sitzt ein Saft dahinter. 4 Berührungen. Und nun Auszeit bei uns. Oh ja, wir waren so gut im Fluss. Sie werden mir recht geben, liebe Zuschauer. Das lief ganz prächtig bis jetzt. Hoffentlich können wir den Faden gleich wieder aufnehmen nach dieser Pause. Da werden ganz gewiss viele aufmunternde, lobende Worte gesprochen. Und mit diesen Aufschlägen hier müssen wir auch erst einmal fertig werden. Ja, gepackt. Ute Oldenburg. 13-7. Locker und weich. Ah, Volker war verzögert, aber 4 Berührungen. Dann unten drüber. 14-7, Satzball für die Mannschaft der DDR. Satzball in der 25. Minute dieses Satzes. Hopp, nein, noch nicht. Noch ist es nicht soweit. Dieser Satzball, natürlich auch der Spielball im 5. Satz. Anders geht's halt nicht im Volleyball, aber jetzt erst einmal die Aufgabe zurückerkämpfen. Das wird schon schwer genug sein. Die Sowjetunion legt alles in die Waagschale jetzt. Das einzige Rezept, was möglich ist. Cebukina. Ein weiterer Punkt. Und Siegfried Köhler nimmt Auszeit. 14-9. Die ersten beiden Sätze an die Sowjetunion. 15-12, 15-10. Und im ersten Satz waren wir schon ganz nahe dran, das Steuer herumzureißen. Dann holt die DDR-Mannschaft den dritten Satz mit 15-11, den vierten mit 15-6. Sensationell. Und wie es jetzt steht, das wissen Sie. Ein Spiel, das 2 Stunden dauert. Volkova steigt. Radwan baggert, Stüdemann passt und passt gleich übers Netz. Zum zweiten Mal Satz und Spielball.
Und da ist es passiert. 15:9 für diese überglückliche Mannschaft. Ein sensationeller 3:2 Vorrundenerfolg der DDR-Mannschaft gegen den Mitfavoriten auf den Weltmeistertitel Sowjetunion, meine Damen und Herren. Ein Spiel voller Klasse und Dramatik.